Hallo Zajo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Gani gegen Nuri. Die Superstars. Hallo Freunde, ich bin's, Tayo. Heute stelle ich euch unsere Superstars vor. Ist das Fireball? Nein, das ist der kleine Bus, der einem weltberühmten Actionwagen das Leben gerettet hat. Die kleinen Taxis, die einem Actionstar geholfen haben und ins Fernsehen gekommen sind. Gani und Nuri. Ich werde euch von Gani und Nuri erzählen, die Superstars geworden sind. Auf geht's! Brumm, brumm! Als erstes erzähle ich euch Ganis Geschichte. Gani zieht an dem Tag gemütlich seine Busrunden. So wie immer. Seien Sie vorsichtig und steigen Sie langsam ein. Oh? Entschuldigung? Sie sind angekommen. Sie müssen aussteigen. Hoppla! Danke wie immer, Gani. Ohne dich wäre ich zu spät gekommen. Gern geschehen. Wir fahren weiter. Warte! Nimm mich mit! Keine Eile. Ich warte. Danke, Gani. Keine Ursache. Er ist sicher froh bei den vielen netten Worten, die er von den Fahrgästen hört. Hä? Ein Actionstar ist zu Besuch in unserer Stadt? Ein weltberühmter Star. Ratet mal, wer dieser Wagen ist. Das ist kein geringerer als Reo. Wie kam es dazu, dass Gani Reo rettete? Das werden wir gleich sehen. Diesmal erzähle ich euch von Nuri. Sie fuhr einen jungen Fahrgast und eine Mutter zum Kaufhaus. Tschüss, kleiner Junge. Nuri fährt an dem Tag so sicher wie immer. Wie wurde Nuri zum Star? Du bist es, Nuri. Du bist es, Nuri. Warum bist du so überrascht, Lani? Ist alles okay? Ich hörte, es gibt einen Autodieb in der Stadt. Oh je, aha. Wirklich? Die Polizei sucht ihn, aber er ist immer noch auf der Flucht. Ein Autodieb? Vielleicht schnappte Nuri einen Dieb. Nein, nein. Nuri ist ein Angsthase. Ein Autodieb. Das klingt so gruselig. Taxi! Er sieht irgendwie verdächtig aus. Hierher. Nuri fährt gerade einen verdächtigen Fahrgast. Aber schnell! Beeil dich! Wohin denn bitte? Folge meinen Anweisungen. Ob das der Autodieb ist, von dem Rani erzählt hat? Das werden wir gleich wissen. Zurück zur Geschichte um Gani und Reo. Oh! Da stimmt anscheinend irgendwas mit Reo nicht. Sein Motor ist mitten auf den Eisenbahnschienen ausgegangen. Er ist auf einem Bahnübergang liegen geblieben. Das ist gefährlich. Was nun? Jemand muss Reo doch retten. Oh, Gani! Warte mal! Halt mich fest! Cool! Gani hat Reo das Leben gerettet. Warum wirst du von einem Bus abgeschleppt? Was ist passiert? Also, ich wurde heute am Bahnübergang fast von einem Zug überfahren. Aber im Moment der beinahe Krise hat mir der mutige kleine Bus Gani dort das Leben gerettet. Applaus für den mutigen Die Passanten klatschen dem mutigen Gani Beifall. Gani hat Reo gerettet und ist ein Superstar geworden. Wollt ihr Gani als Superstar sehen? Der Superstar. Habt noch ein bisschen Geduld. Vorher noch einmal zurück zu Nuri, die gerade einen verdächtigen Fahrgast hat. Ich muss mich verstecken. Oh, was ist denn los? Gar nichts. Er benimmt sich sehr verdächtig. Er muss der Autodieb sein. Hier! Halt hier an! Oh, okay. Ich muss das sofort Rocky erzählen. Hey, warte! Was willst du? Ich komme gleich wieder. Bleib ja, wo du bist. Moment. Oh nein! Mal. Nuri scheint in Gefahr zu sein. Ich muss das sofort Nuri, Rocky sagen. Nuri, bitte doch Rocky um Hilfe. Wie furchtbar. Na los, fahren wir los! Hä? Okay. Der Fahrgast wird von Fans verfolgt. Dann ist er sicher ein Promi.
kein Autodieb. Oh je. Er ist auf der Flucht. Jetzt weiß ich, dass er da Nuri hält ihn noch immer für einen Autodieb. Okay. Sie sollte erkennen, dass er keiner ist. Nun ist Garni ein Superstar geworden. Ich habe ein Angebot für einen TV-Werbespot erhalten und wir spielen beide eine Hauptrolle. Was? Ich? Guten Tag, mein Name ist Cheek. Ich bin von jetzt an Garnis Manager. Oh, was? Ein Manager? Natürlich. Garni ist kein gewöhnlicher Bus mehr. Du bist populär geworden und brauchst ein gutes Management. Toll! Du hast sogar schon einen Manager? Ich beneide dich, Garni. Du hast ja sogar schon eine Menge Fans. Garni sieht ziemlich müde aus. Die lange Busfahrerei war sicher ganz schön anstrengend. Ich möchte dir ein besonderes Angebot machen. Ein besonderes Angebot? Garni, möchtest du ein Actionstar werden, genau wie ich? Ein Actionstar? Echt cool! Dann kann er aber wahrscheinlich nicht wie vorher mehr auf Bustour gehen, oder? Und wenn Garni aus dem Depot auszieht? Du musst natürlich aufhören. Und nun zum Ende von Nuris Geschichte. Gut, tschüss. Wie ist Nuri ein Superstar geworden? Warte, kleines Taxi. Ach du liebe Güte. Was ist das für eine Brücke? Wisst ihr, wer dieser verdächtige Fahrgast ist? Das ist kein geringerer als Fireball. Ich bin immer verkleidet, damit meine Fans mich nicht verfolgen. Ich bin Fireball. Ich bin schneller als Licht. Dank dir komme ich rechtzeitig zu meiner Show. Danke. Du. Fireball! Hä? Puh, na los, alle warten auf dich. Hä? Warte. Hä? Moment. Nuri war zur Stelle, als Fireball Zeit? Hilfe brauchte. Hä? Es fängt an. Wow! Fireball, der Superheld. Oh nein, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss sofort hier raus. Fireball! Hä? Ich helfe dir. Oh, ist das nicht? Ich heiße Yellow Flash. Ich nehme dich mit. Steig ein. Toll. Bitte nennt Nuri von nun an Yellow Flash. Fireballs Partnerin. Und hier ist der letzte Teil der Geschichte, wie Garni ein Superstar wurde. Garni, geh nicht fort. Beginnt die Pressekonferenz. Für Garni wurde im Depot eine Pressekonferenz abgehalten. Garni geht jetzt also mit Reo auf Tour, um ein Actionstar zu werden. Wie findest du das? Zuerst möchte ich mich bei Reo dafür bedanken, dass er mir so eine tolle Gelegenheit gegeben hat. Natürlich. Aber ich verlasse dieses Depot nicht. Ja. Was? Oh? Garni, wovon redest du? Entschuldigung, Garni hat das bestimmt aus Versehen gesagt. Nein, habe ich nicht. Ich bin am glücklichsten, wenn ich nur ein gewöhnlicher Bus bin. Meine Fahrgäste sicher ans Ziel bringen, nach der Arbeit mit meinen Freunden spielen. Ich will einfach nur ein normaler, kleiner Bus sein. Garni entschied sich dafür, ein kleiner Bus zu bleiben. Kein Superstar. Mit seinen Freunden ist er einfach glücklicher. Eine Runde Applaus für Garni. Der hatte eine schwere Entscheidung zu treffen. Wie gefiel euch die Geschichte, wie Garni und Nuri Superstars wurden? Nächstes Mal habe ich zwei weitere lustige Geschichten für euch. Wartet bitte noch ein bisschen. Tschüss! Aufregende erste Begegnungen mit Peanut und Rami. Hallo zusammen, ich bin's, Tayo. Heute stelle ich euch zwei neue Freunde von mir vor, die ich seit heute kenne. Wollt ihr mal raten? Ein Freund ist ein putziger, erdnussförmiger Bus. Und die andere Freundin ist eine hübsche, violette Straßenbahn. Genau, der putzige, erdnussförmige Elektrobus ist Peanut. Die hübsche, violette Straßenbahn ist Rami. Treffen wir uns doch mal heute mit unseren beiden Freunden. Zunächst zur ersten Begegnung zwischen Tayo und Peanut. Tada! Peanut wartet auf mich.
Oh nein! Der Schmetterling-Liebhaber Peanut jagt gerade einem Schmetterling hinterher. Und wenn wir uns verpassen? Peanut! Wo fährst du denn hin? Ob es mir gelingt, Peanut zu treffen? Diesmal wollen wir Trummi treffen. Quizfrage. Habt ihr schon mal Sky gesehen? Ratet mal, wer Sky ist. Bingo! Im Gegensatz zu dem unerschrockenen Sky ist Trummi ziemlich schüchtern und wird schnell rot im Gesicht. Trummis erster Einsatz. Wird sie es schaffen? Zurück zu Peanut und Tayos Geschichte. Während ich mir Sorgen mache, fährt Peanut singend durch den Park. Peanut liebt Blumen, Schmetterlinge und er singt und tanzt gern. Peanut versucht, zu unserem Treffpunkt zurückzufinden. Warte mal, da ruft doch jemand nach Peanut. Sieht so aus, als würde Peanut einen Fahrgast zum Berg bringen. Dann wird er mich ja schon wieder verpassen. Zurück zu Trummis erstem Einsatz. Trummi sieht ziemlich nervös aus. Ich war auch total nervös, als ich auf meine erste Tour ging. Trummi, du schaffst das schon. Auch später machte Trummi weiter Fehler. Ich sollte für Trummi ein spezielles Trainingsprogramm organisieren. In der Zwischenzeit erzähle ich euch Peanuts Geschichte weiter. Ich folgte der singenden Stimme und stieß endlich auf Peanut. Allerdings wusste ich da noch nicht, dass dieser putzige Bus Peanut war. Ich nahm Peanut zur Ladestation mit. Dadurch fuhren Peanut und ich uns rein zufällig über den Weg und kamen sicher zum Depot zurück.
Sollte ich nun mit dem Spezialtraining beginnen, das ich für Trabi organisiert habe? Aha! Trabi begann damit, nette Worte zu den Fahrgästen zu sagen. Diesmal übte sie ihren Einsatz. Nachdem sie durch die freundlichen Worte der Fahrgäste Mut gefasst hatte, wurde Trabi immer besser auf ihrer Tour. Das Training, das Sky und ich uns zusammen ausgedacht hatten, war ein großer Erfolg. Die Geschichte über den putzigen Peanut und die schüchterne Trabi endet hier. Welche gefällt euch besser? Ich mag Peanut und Trabi beide gleichermaßen. Sie sind beide liebe Freunde von mir. Nächstes Mal werde ich euch ein paar andere liebe Freunde vorstellen. Bis dann. Tschüss. Auf geht's zu einem Ausflug mit Tayo. Ein Ausflug aufs Land und eine Stadtrundfahrt. Episode 1. Hallo Freunde, ich bin's, Tayo. Heute mache ich einen Ausflug mit meinen Freunden. Wohin sollen wir als erstes fahren? Aufs Land? Oder in die Stadt? Lasst uns zuerst aufs Land fahren. Brumm, brumm. Wir wurden von Nana, dem Überlandbus, aufs Land eingeladen. Oh? Wow. Wow. Was für Freunde werden uns auf dem Land erwarten? Ich stelle euch mal vor. Das ist Larry, unser Boss. Und das ist Champ. Schön, euch kennenzulernen. Und das ist Coco, mein Jugendfreund. Hallo. Moment, wer ist der Anführer von diesen vier Fahrzeugen? Genau, das ist Raktor. Du bist also Tayo. Danke, dass du Nana in der Stadt geholfen hast. Nicht zu danken. Das ist also Tayo. Ich traf einen Bus namens Tayo in der Stadt und er war so nett. Für mich sieht er wie ein ganz normaler Bus aus. Kuku mag mich anscheinend nicht. Oh, Kuku, lass uns Freunde werden. Als Nana vor langer Zeit mal die Stadt besuchte, half ich ihr. Wollt ihr mal sehen? Kommt mit auf Nanas und Tayos Stadtrundfahrt. Achten Sie beim Fahren auf die Straße. Es tut mir wirklich leid. Die Autos in der Stadt sind gemein. Die Straße ist gesperrt. Da arbeiten Sie auf einer Baustelle. Poco der Bagger, Billy die Planierraupe und sogar Max der Kipplaster sind da. Warte mal, da fehlt doch jemand. Wer fehlt denn da? Bingo! Das ist Chris, der Zementlaster. Oh, du kannst sie bitten, zur Seite zu fahren. Max, kannst du zur Seite fahren? Du blockierst die Straße. Verstehe. Tut mir leid, Tayo. Kein Problem. Okay, los geht's. Ich helfe Nana, die Angst vor den Stadtautos hatte. Zurück zu unserem Ausflug aufs Land. Wir halten bei der Arbeit auf einer Apfelfarm mit. Oh nein! Diese Typen denken wohl, dass sie nur zum Spielen hier sind. Toll! Kuku beherrscht die Arbeit wirklich gut. Im Gegensatz zu Kuku machten Rogi und ich andauernd etwas falsch. Wir verloren sogar alle Äpfel auf unseren Anhängern. Ich hab's doch gewusst. Ihr Stadtbusse seid alle Angsthasen. Was? Weil wir auf der Farm ständig in Unfälle gerieten, beschlossen wir, uns um die Schweine zu kümmern. La, 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 la.
Wie mache ich mich in dieser Arbeit? Oh, vorsichtig, Tayo! Ich wollte es diesmal wirklich richtig machen. Und? Grund, 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 Grund! Grund, 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 Grund! Sie redet nur mit Tayo. Das ist schon okay. Es war ein Unfall. Nein, es ist nicht okay. Coco? Du solltest aufhören zu helfen. Du hast uns nur Ärger gemacht. Coco scheint sauer zu sein, weil Nana sich ständig um mich kümmert. Aber das ist nicht fair. Zurück zur Stadtrundfahrt. Das ist so hübsch. Es ist so schön. Und? Macht es dir Spaß? Hallo, Matt. Wie geht es dir? Gut. Wow. Tayo kennt sogar die U-Bahn. Tayo! Ich zeigte Nana die Stadt und stellte ihr eine Menge Freunde vor. Wirklich? Gut gemacht, Bonbon! Ja, dank dir! Ich fuhr so, wie du es mir beigebracht hast und alle fanden mich toll! Das ist toll! Glückwunsch! Tayo unterrichtet also auch die jungen Busse. Bist du der Boss aller Busse? Oh, Boss? Es stimmt, oder? Sehe ich so cool aus? Ich schätze, man kann sagen, dass ich der Boss bin. Nanas Worte schmeichelten mir dermaßen, dass ich sie belog und behauptete, der Anführer der Busse zu sein. Hallo zusammen! Oh, Boss! Nana! Wow, schön, dich zu sehen! Oh, nein! Nana, willst du den Rest der Stadt sehen? Aus Sorge, beim Lügen ertappt zu werden, führte ich Nana schnell wieder nach draußen. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Zurück zur Geschichte. Um den Ausflug aufs Land werden Coco und ich miteinander klarkommen. Tut mir leid, Tayo. Aber Kopf hoch! Ich nehme dich jetzt zu einem coolen Ort mit. Ihr könnt nicht zu dem Hügel fahren. Dort ist es sehr gefährlich. Was? Wovon redest du? Warte, Nana. Coco, was ist denn mit dir los? Du warst den ganzen Tag gemein zu mir. Und jetzt darf ich mir nicht mal Glühwürmchen anschauen. Ich hätte nie herkommen sollen. Wir haben uns die Glühwürmchen ohne Coco angesehen, der gesagt hatte, dass das unmöglich sei. Wirklich? Beeilen wir uns. Ich dachte dann sogar, Coco würde uns gar nicht mehr fahren lassen, weil er mich so gar nicht ausstehen konnte. Das war echt gefährlich. Hilfe! Zurück zur Stadtrundfahrt. Ich muss Nana sagen, dass ich nicht der Anführer bin. Wie heißt dieses Gebäude? Oh! Oh ja, richtig! Ich habe den mal im Fernsehen gesehen. Ich möchte dorthin fahren! Was? Oh nein! Dort war ich noch nie! Ich kann es von hier aus sehen. So verfahre ich mich nicht. Alles klar, los geht's. Die Tour strengt mich mehr an, als ich dachte. Oh, wir fahren ja im Kreis. Was soll ich nur tun? Ich sehe Pat. Ich kann ihn fragen, wie man zum Stadtturm kommt. Nana, du bleibst hier, okay? Ich komme gleich wieder. Okay. Wo fährt er denn hin? Während ich Pat nach dem Weg frage, ist Nana verschwunden. Oh nein! Werde ich Nana wiederfinden? Und nun zum letzten Teil von Tayos Ausflug aufs Land. Das war knapp! Tayo! Wir sind froh, dass es dir gut geht. Danke, dass du mich gerettet hast, Larry. Kein Problem. Ich hätte das gar nicht gewusst, wenn Coco es mir nicht gesagt hätte. Coco? Ich habe ein Ersatzrad auf dem Rücken. Wenn du willst, kannst du es für Tayo benutzen. Einen Ersatzreifen? Wenn er die gleiche Größe ist, sollte es schon funktionieren. Versuchen wir es. Oh? Ich hatte nur gedacht, dass Coco mich nicht ausstehen konnte. Aber dank ihm ist uns nichts passiert. Vielen Dank, Coco. Oh. Coco
Kuku entschuldigte sich dafür, gemein gewesen zu sein. Kuku, tut mir auch leid, dass ich mich vorhin über dich geärgert habe. Sich wieder mit unseren Freunden zu versöhnen, ist doch das einzig Richtige. Nun zum letzten Teil von Nanas Stadtrundfahrt. Ja, das kann ich. Er hat mich vorhin gefragt, wie man zum Stadtturm fährt. Vielleicht hat sich Tayo auch verirrt. Was meinst du damit? Tayo ist der Boss aller Busse. Er weiß, wie man überall hinkommt. Was? Der Boss? Tayo hat sich wohl einen Scherz erlaubt. Was? Die Busse in dieser Stadt haben keinen Boss. Oh nein! Nana ist sicher enttäuscht von mir. Ich hätte ehrlich zu ihr sein müssen. Es ist mir egal, dass du nicht wirklich der Boss bist. Wirklich? Dank dir habe ich eine tolle Tour durch die Stadt gemacht und viele schöne Erinnerungen gesammelt. Ich bin so glücklich, dass ich dich getroffen habe. Danke, Tayo. Nana. Auch ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Na, wie war heute der Ausflug aufs Land und in die Stadt? Hat's Spaß gemacht? Nächstes Mal werde ich euch von den Reisen meiner anderen Freunde erzählen. Also bleibt bitte dran. Bis dann. Tschüss. Auf geht's zu einem Ausflug mit Tayo. Ein Ausflug aufs Land und eine Stadtrundfahrt. Episode 2. Hallo Freunde, ich bin's, Tayo. Erinnert ihr euch an meinen Ausflug mit Nana? Wenn ihr euch nicht mehr daran erinnert, schaut euch die Episode doch einfach nochmal an. Heute machen wir einen weiteren aufregenden Ausflug aufs Land und in die Stadt. Wollen wir als erstes aufs Land? Moment! Wisst ihr, wer Überlandbus Nummer 31 ist? Genau! Das ist Kuku! Auf dem Land gibt es nicht so viele Autos. Deshalb scheint die Busfahrerei dort eine lässige Sache zu sein. Heute amüsiere ich mich als Überlandbus anstelle von Kuku. Wie anders kann das schon sein? Sieh zu, das schaffe ich schon. Schaut so aus, als ob wir früher als geplant angekommen sind. Oh, dann können wir uns noch ein bisschen umsehen. Aber müssen wir nicht zuerst die kleinen Busse treffen? Das ist schon okay. Denk mal drüber nach. Wenn sie erfahren, dass wir kein Problem hatten und alleine Spaß hatten, werden sie überrascht sein. Wirklich? Quizfrage. Welches Auto hat Kuku in die Stadt begleitet? Genau! Tamp! Zuerst aber müssen wir tanken. Oh. Okay, da habe ich ja schon fast Hunger bekommen. Oh, das ist die Tankstelle. Wow, du hast sie schnell gefunden. Siehst du? Die Stadt ist ganz harmlos. Los geht's! Ganz alleine durch die Stadt zu fahren, ist bestimmt gefährlich für sie. Werden Kuku und Champ ihren Ausflug in die Stadt heil überstehen? Tada! Ich habe meine Überlandbusrunde in Vertretung von Kuku begonnen. Bei den wenigen Autos auf dem Land hatte ich gedacht, es würde ein Kinderspiel werden. Aber nun steht da eine Kuh auf der Straße. Ich muss nicht nur Fahrgäste befördern, sondern auch bei der Arbeit auf dem Bauernhof helfen. Und mich um die verspielten Kinder kümmern. Ich hatte echt gedacht, auf dem Land ist das einfacher. Tatsächlich ist es ziemlich hart. Oh nein, jetzt regnet es auch noch. Wie schlagen sich Kuku und Champ wohl in der Stadt? Wie soll ich das anstellen? Oh, das hat mich erschreckt. Wovor hast du solche Angst? Dieses Kind muss der Tankwart sein. Sieh mal. Hallo? Kannst du mich voll tanken? Kuku spricht zu einem Roboter. Wie es aussieht, ist Kukus und Champs Stadtbesuch auch kein Zuckerschlecken. Was? Es hat sich versteckt. Ignorierst du mich? Warum werde ich nicht aufgetankt? Tanken beginnt. Oh, was? Jetzt so plötzlich? Autsch! Das tut weh. Bitte Positionskontrolle. Du, entschuldige dich bloß nicht, dass die Stadtkinder sehr unfreundlich sind. Das stimmt. Sie mögen es nicht mal, wenn man mit ihnen spricht. Nein. Hört mal. Kuku und Champ haben sich gründlich getäuscht. Dabei sind sie gar nicht mal so unfreundlich. Pass auf, Champ. Rookie lenkt den Verkehr an der Kreuzung.
Was macht der Mann da drüben? Ich glaube, er tanzt. Aha, also haben Sie ihn alle beim Tanzen beobachtet. Siehst du, ich hatte recht. Was? Also ich glaube, er will uns etwas sagen. Sagt er uns, dass wir mittanzen sollen? Ja, das ist so aufregend. Warum fahren Sie nicht? Kuku, Tim, in der Stadt müsst ihr auf die Ampeln achten und die Verkehrsregeln befolgen. Okay, okay. Meine Güte, Stadtautos sind so ungeduldig. Das stimmt. Kuku und Champ sind an der Baustelle angelangt. Sehr groß und hat eine Rutsche. Ich hab's. Das muss der Spielplatz sein. Oh. Dann spielen wir hier ein bisschen. Juhu. Oh, Sie sollten da nicht reinfahren. Das ist eine Baustelle, kein Spielplatz. Kuku, Champ, seid vorsichtig. Champ, willst du die Rutsche runterfahren? Sieht das denn nicht etwas gefährlich aus? Kuku und Champ steigen über die Baustellenabsperrung. Was soll ich nur machen? Zurück zu Tayos Ausflug aufs Land. Meine Hinterräder stecken im Schlamm fest. Ich sehe weit und breit niemanden, der mir helfen könnte. Was soll ich nur tun? Dank den Dorfbewohnern kann ich wieder heil raus aus dem Schlamm. Ich danke euch allen. Das war ein echt harter Tag heute. Aber da man mir geholfen und mich sogar gelobt hat, war ich zufrieden. Was machen Kuku und Champ denn nur auf der Baustelle? Champ, alles in Ordnung? Ja. Was ist das denn? Oh nein, ich kann mich nicht bewegen. Was sollen wir machen? Sie haben Ärger bekommen. Oh oh. Wären Sie doch nur mit mir zusammen in die Stadt gefahren. Kuku! Champ! Was? Ist alles okay? Tayo! Danke, dass du uns gerettet hast. Vielen lieben Dank. Übrigens, warum habt ihr auf der Baustelle gespielt? Baustelle? Das ist kein Spielplatz? Was? Das muss dir nicht peinlich sein, Kuku. Du konntest das ja nicht wissen. Es tut mir leid, Champ. Du hast meinetwegen Ärger gehabt. Was meinst du? Ich hatte heute genug Spaß. Du bist immer mein zuverlässigster Freund, Kuku. Champ! Ich fuhr mit Kuku und Champ zum Spielplatz und hatte mit ihnen viel Spaß, bevor ich nach Hause fuhr. Hier endet die Geschichte um unsere Ausflüge aufs Land und in die Stadt. Hat doch wieder Spaß gemacht, oder? Nächstes Mal werde ich euch weitere lustige Geschichten erzählen. Also bleibt dran. Bis dann. Tschüss.